Yo, hey ho, Ladies und verehrte Gentlemen, was geht? Euer Raffi, zurück am Start. Wieder am Start. In Ori and the Blind Forest. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind noch immer im Nebelforst. 100%, ja. Das freut mich schon mal. Okay. Und wir müssen noch immer hier rumparkouren und so Zeug. Und die... Ja, okay. Ich habe ja vergessen, dass ich hier an Sachen festhängen kann. So, ich muss erstmal hier wieder reinkommen. Hoffen wir, ihr seid mir nicht zu sauer. Okay. Ich warte mal hier. Also wir können fliegen und wir können festhängen bei Sachen. Also geht doch. Schön Triple Jump ausnutzen. Und da ist ein Pfosten, den wir runter drücken können. Au. Das hat wehgetan, so ein bisschen. So, was bringt uns das? Übrigens, vollste Folge, war ein Triforce versteckt. Ja. Ja, könnt ihr mal schauen. Da hat der Web, nicht der Webfreak, die Eisentonne. Schon ein Dings erkannt. Oh Gott. Im Hintergrund, ein Baum geschnitzt. War richtig nice. Ist mir so auch gar nicht aufgefallen, vor allem wenn ich das Spiel so zock. Dann achte ich auf solche Sachen nicht, dann würde ich, dann sehe ich das halt einfach nicht, ne? Hätte ich darüber sollen? Ich hoffe einfach mal nicht. Bam! Übelst die Kombi. Hat das mal einen Speicherpunkt hier unten? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Wieder? Hilfe? Wo geht's hier hin? War ich hier schon? Da wäre ich bestimmt rüber gekommen. Vor allem hier ist auch das, wo ich hin muss eigentlich. Verdammt. Okay, also hier komme ich nochmal nach oben. Wenn ich das vielleicht nicht sollte, aber... Ich komme nach oben. Was haben wir hier drüben so? Bam! Es sind hier gerade fünf verschiedene Wege, wo ich hingehen kann. Ich hasse sowas. Okay, den Weg haben wir schon mal ausgeschlossen. Ja, da komme ich nur mit dem Ding nach oben. Okay. Bin ich da noch... War das der eine Parcours, den wir da mal nach oben gemacht haben? Ich glaube schon, oder? Ich kenne mich nicht mehr aus. Hilfe! Bin ich verlaufen? Ich glaube schon. Ja, töte mich einfach, damit ich hier wieder oben. Ich glaube, ich hätte da eigentlich gerade rüber sollen, aber da komme ich jetzt nicht mehr nach oben. Au. Nee. Oder? Vielleicht wäre ich nach oben gekommen, wenn ich jetzt gerade die Dings mitgenommen hatte. Wo geht's hier lang? Ich hätte nicht runterspringen sollen. Komme ich hier vielleicht nochmal zurück? Ah, pass auf. Hier war ich ja gerade. Ah, okay. Also wir müssen nochmal nach oben. Ich habe praktisch Scheiße gebaut. Gut zu wissen. Erstmal 4 Minuten verschwendet. Aber jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Oh Gott. Das mit dem Festhalten ist noch so ein bisschen... Muss noch ein bisschen dran gewöhnen. Alter. Vor allem, er springt so ein bisschen rückwärts. Ist richtig kacke. Ich springe ein bisschen früh und dann halte ich mich mal links fest oder so. Oder ich springe gleich dran. Das geht doch bestimmt auch. Pass auf. Schade. Das mit den Spikes kostet mich noch immer, dass er nicht schneller stirbt. So.
springen wir mal hier ab und können uns hier festhalten. So, dann geht der nach unten. Dann springen wir ab. Floaten hier rüber. Speicherbank setzen. Und hier hoch. Und der Rest ist easy peasy. Lemon squeezy. So. Au. Hat er was. Verstehe darüber nicht, was das Viech soll. So, Speicherpunkt setzen. Und das hier rüber. Ja, easy, Mann. Hallo. Ich weiß nicht, wie mich das getroffen hat, Mann. Das gibt's doch nicht. So, sind wir jetzt eigentlich hier endlich mal bei der Fackel angekommen? Oder kommen wir hier endlich mal wieder raus? Weil ich ein paar coole Tricks machen und so. So. Erstmal Speicherpunkt setzen. Du kannst in einem nicht sicheren Bereich keine Seelenverbindung erzeugen, okay. Gut. Aber wir haben es geschafft. Sind wir endlich aus dem Nebelforst raus. Ja, ich... Lass die mal hier liegen. Kann ich nochmal eins mitnehmen? Ne, okay, warte. Aber ich wollte mal kurz schauen, ob hier oben nicht irgendwas ist. Wo sind wir jetzt hier? Ach, sind wir beim Anfang, oder? Ich glaube, das war das der Anfang? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, hier sind wir irgendwie reingekommen oder so. Was weiß ich, wir nehmen jetzt einfach das Teil hier. Und gehen weiter. Da sind Spikes. Schneller, Ori, lauf! Nein, Ori! Ach, wir können sogar mit dem hier laufen. Nein! Au. Oh Gott, nein! Why you do this? Ich kann nochmal speichern sollen. So. Ich vergesse immer, dass ich nicht Shift halten muss. Aber warum sind wir gleich nur jetzt hier reingekommen? Man weiß es nicht. Warten wir noch einen Schuss ab und dann geht's weiter. Das ist zwar extrem knapp. Na, es geht. Mal hinlegen. Dann den Typen hier kaputt machen. Das war hier oben. Da waren wir schon, okay. Ganz kurz einen Speicherpunkt setzen, damit wir auch mehr Leben kriegen. Und springen. Also geht doch. Okay, noch ganz gut bis jetzt. Ah, hier sollen wir es wahrscheinlich hinbringen, oder? Was uns sein vorher nicht gesagt hat. Weil er keinen Bock mehr hat, mit uns zu reden. Das ist süß! Wie gesagt, versucht er reinzuhieven. Obtaining Clarity. Wow.
die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gumon-Siegel wurde gefunden. Yay! Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Geil. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Okay. Tal des Windes. Da waren wir doch schon mal, oder? 50%. Stelle sie wieder her. Na gut, machen wir doch gleich mal. Hey, schade. Schieß mal hier rüber. Achso, du kannst gar nicht schießen. Wo rennt der denn hin, Mann? Von mir kommst du nicht. Cool. Finde ich super geil. Komm ich hier rüber? Nee. Ah, schau mal einer. Schaff ich den Sprung? Ah, nice. Okay, guck mal, wir haben so einen Teil gefunden. Kartenstein gekannt. Kann ich jetzt. Ah, jetzt sehe ich hier wenigstens wieder, wo wir sind. Alter, das ging mir schon ein bisschen ab. Ah, und da, warte. Nein. Ich will zu mir. Da sehen wir es auch. Ja, das glaube ich nie im Leben, dass das so einfach war. Da ist auch was. Würde ich eigentlich schon gerne mal so hinschauen. Schau mal, frag ich mal gerade, wie wir da irgendwie zurückkommen. Da lang und dann kommen wir wieder hier hin. Okay. Ich verstehe. Haben wir das. Da unten links ist was? Wo ist denn das, dass der nur die Karte einsetzen kann? Alter, die haben fast One-Hit wie jemand skillt. Krass. Werde ich ja schon ziemlich konsistent mit dem Speichern. Sehr gut. Warum komme ich da nicht durch? Was braucht man dafür? Irgendein seitliches Dampfen oder so. Powerplayer. So, da geht's in die richtige Richtung. Oder gehe ich instant drauf, oder was? Warum gehe ich da auf einmal instant drauf? Was will ich da erzählen? Kommen die Vögel wieder, vielleicht? Natürlich nicht. Au. Ich will aber. Da nochmal zurück. Dann halt nicht. Pass auf, das kann ich mit dem Viech kaputt machen. Jetzt habe ich schon zwei von diesen Teilen. Ich weiß auch mal nicht, wo ich die einsetzen kann. Wie gesagt, ich würde gerne nochmal. Da komme ich jetzt vielleicht drüber, oder? Mit der Gummu. Mit der Gummu-Feder, sage ich schon. Mit der. Ich vergesse immer das. Ja.
Komm mal hier rüber. Ja, ist mir ziemlich egal. Was? Wir sind draufgegangen? Nee. Hä? Glaube ich nicht. Wir sind noch nicht draufgegangen gerade. Na gut, wenn du meinst. Spiel. Finde ich zwar nicht fair, aber okay. Gut. Der zieht uns die Hälfte von unserem Leben oder so, das ist krass. Ich wette, den brauchen wir nochmal. Ja, genau da oben. Konnten wir den. Ah, da konnten wir den stoßen? Ich glaube schon, gell? Komm mal her, Viech. Oh, nice. Oh, hier können wir eins einsetzen. Wir haben eh viel zu viele davon. Okay, aber irgendwie muss ich doch wieder nach oben kommen. Na gut, dann machen wir halt zuerst das und irgendwie müssen wir wieder zurück. Machen wir das erst später. Ich finde den Backflip so geil. Junk! In die Tiefen. Sehen wir jetzt eigentlich schon alle. Ah, der zeigt uns sogar alle Verstecke. Oh Mann. Den brauchen wir auch nochmal, oder? Was ist das für Eisteile? Den Rollfuzzi brauchen wir. Ach, ne, nicht mal. Das haben wir nur ein Ding gewesen. Okay. Das war sehr riskant, auf den kleinen Teil hier ein Stoßen zu machen. So, wo muss ich denn hin? Da ist sicher, glaube ich, oder? Ja. Ja, okay, danke. Fürs selber umbringen. Die Viecher sind jetzt auch easy peasy. Warum auch immer der mich gerade getroffen hat. Schaut immer so aus, als ob da irgendwas ist. Hier so bei den glühenden, glänzenden Teilen da. Da muss ich von der anderen Seite. Was? Egal, komm mal hier rüber. Put, 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 put. Also, von der anderen Seite müssen wir es dann mit einem Typen aufschlagen oder so. Ist da oben so irgendwas? Kommen wir nicht hin. Können wir da rein? Au. Oh. Da kommt. Achso, da kommen wir gar nicht durch. Okay. Keine Ahnung, was das alles für grünes Zeug da. Was ist das? Das Viech. Hm. Brauche ich das für irgendwas vielleicht? Man weiß es nicht. Es geht hier nur nach unten. Ist das da zu kalt oder kann ich da rein? Ah, kann ich rein. Es wäre gerade voll süß gewesen, wenn er einfach so zum Eisblock wird und er friert. Ah, so kommen wir hier hin, okay. Was ist das da? Verstehe ich noch nicht ganz. Jedenfalls sehr eisig hier. Wie komme ich wieder nach oben? Ah, hier. Flup.
Easy wrecked. So. Ich würde mal klar, hier kommt gleich irgendwas, also setzen wir einen Speicherpunkt. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Das schaut cool aus. Ja. Ihnen die nicht entkamen, bezahlten mit ihrem Leben. Cool, okay. Das Kommunensiegel einsetzen. Wie zum Betreten. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Also, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen. Nächstes Mal geht's in den nächsten Dungeon. Mal schauen, was uns so erwartet. Und wir müssen auf jeden Fall hier alles mitnehmen, weil 100% und so, also. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut mal rein. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Servus und au. Tschüss. Over and out.